Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Wir haben den Königsring. Mussten immer noch nicht Vendrick besiegen. Ich will noch mal kurz lesen, was da überall steht. Ich lasse ihn mal in Ruhe. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east, bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Das war's, oder wie? Warum ist denn hier kein Leuchtfeuer? Ich könnte jetzt Heimatknochen nehmen, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass ich... zurücklaufen soll. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich frage mich auch, ob der Hüter dieses Ortes hier, also dieser komische Typ, der da gesagt hat, ich soll keine Fackel nehmen, ob der jetzt irgendwas anderes erzählt, wenn er weiß, dass ich den Königsring habe. Ich kann ihn ja mal anlegen aus Spaß. Oh Gott, nee, das können wir nicht machen. Haben wir ja quasi keine Energie mehr. Oh, fuck, wir lassen das mal weg. Oh fuck, ich habe ja auch 62.000 Seelen, ich will auch nicht sterben. Also wäre es vielleicht doch dumm, zum Leuchtfeuer zu laufen. Ich glaube, hier kommt auch noch der eine Finsternisgeist, aber gut, das sind ja eigentlich nicht so viele. Ach komm, das schaffe ich. Ja, kann er nicht immer hier? Okay. Human, do not produce light. Light and all those who bear it. What do you? You have met the king, have you? Life is never easy, never fair. Even more so on this path you have chosen. May you find your peace one day. Take these with you. You may need them. As proof of your visit here. Dunkel trifft, schwarzes Agdengewand, Agdens Ärmel, Agdens Rock, oh mein Gott. War also gut, nochmal herzugehen. So, Moment, vielleicht sagt er noch was. What do you... In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Das hat man schon. Going so soon. Gut, dann können wir jetzt uns eigentlich zurück teleportieren. Ich überlege gerade, ob ich zuerst mal in diesen Eistempel reingehe, bevor ich die drei Türen abarbeite mit dem Symbol. Schauen wir uns mal das neue Schwert an. Wie hieß es denn? Dunkel trifft. Das war's. Auch schon wieder ein Katana, wie es aussieht, aber nur 130 Angriff. Katana des Grabwächters Agdain mit einem kristallklaren Klinge und einem starken Angriff, der durch feindliche Schilde dringt. Dieses Katana wurde ursprünglich von jenem geführt, der uns den ersten Tod gab und besteht immer noch unvollkommen zwischen den Welten. Effekt Schilddurchdringung, schwerer Angriff. Oh, wir sehen es ja noch nicht mal. Das sieht man nur so ganz leicht. Krass. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Die Klamotten. Weiße Leidia-Kapuze. Kapuze eines Leidia-Pyromanten. Die Leidia-Apostel besetzten in ihrer Anmaßung die Gruft der Untoten und missbrauchten den Tod. Damit zogen sie Fenitus Kroll auf sich. Achso, das hat man schon. Replik des Helms des königtreuen Ritters Sian. Der solide, gefertigte Helm bietet hohen Schutz. Der Sian war weit und breit bekannt als der treueste Krieger im Königreich. Und als die Riesen angriffen, hat man auch schon...
jetzt links Kapuze. Schwarzes Agdane-Gewand. Sehr feuerresistent, sehr blitzresistent, mega finsternisresistent. Also generell, das ist auch scheint gute Klamotten zu sein gegen Effekte. Von Agdane oder Agdaine aus der Gruft der Untoten getragenes Gewand. Das Leben ist Leiden oder Karma, wie es einige formuliert haben. Der Griff des Todes wartet auf uns alle. Doch bedeutet der Tod auch ein Ende des Leidens? Das ist genau das Gleiche. Auch das Gleiche. Nun gut, nun gut, nun gut. Dann erstmal zurück nach Majula, aufleveln. Wollen wir noch irgendwas machen? Ich wollte noch nachschauen, mit was wir die Dreifach-Armbrust verbessern können. Der Need Scherber, das ist doch schon mal ganz gut. So, wenn wir jetzt drei Schüsse auf einmal abfeuern oder schnell nacheinander, dann machen wir immerhin 400 Schaden. Könnte sich also lohnen. People these days. Bin ich wieder schwerer? Warum das denn? Ach so. Bearer of the Kirk until hope has. The sign you bear will dr- and without soul stay even when. Ne, wir haben eh keine Aufsteigen. Ja, drei Level oder so. Okay, zwei Level, sorry. Aber wir müssten ja eigentlich noch ein paar Seelen im Inventar haben, die wir einsetzen könnten. Ja, und die haben wir auch noch nicht durchgelesen. Das haben wir auch noch nicht, oder? Die Seele eines Drachenreiters, der König Wendrick treu diente. Vor langer Zeit stiegen die Drachenreiter auf Würms. Und man fürchtete sie auf dem Schlachtfeld wegen ihrer hartnäckigen Verteidigung und ihrer einzigartigen Beweglichkeit. Das war falsch. Oh, Welstadt-Seele. Guck mal, wie die aussieht, so schwarz. Die Seele von Welstadt, dem Verteidiger des Königs in der Gruft der Untoten. Wir haben den König doch gar nicht getroffen. Welstadt war immer an der Seite des Königs, ganz so, als wäre er der Schatten seines Herrn. Nachdem sich der König in die Gruft der Untoten zurückgezogen hatte, folgte Welstadt ihm und kehrte niemals zurück. Aber wir haben ihn doch gar nicht gesehen, oder soll das der Riese gewesen sein? Da kam mir eher wie noch ein Beschützer vor. Komm, wir reden nochmal mit dem komischen Ritter da oben. Life is a journey. Have you seen that pit? I don't know what it's like. Der rafft also gar nicht, dass wir das Symbol haben. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Eistempel, bevor wir das vergessen, und dann klappern wir die verschiedenen Tore ab. Ich denke zuerst halt die im Reich der Riesen. Oder im Wald der Riesen, besser gesagt. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie lange das Spiel noch geht. Ach, wo war denn der jetzt? War da links oder? Ich meine, hier ist auch irgendwo ein Tor, aber ich glaube, das war links, also hier. Das müsste hier gewesen sein. Eigentlich könnten wir da mal wieder. Warte mal, wir machen uns erstmal zum Mensch. Das ist so viel, was uns mittlerweile fehlt. Oh, 20 Menschenbilder, das haben wir richtig viel. So, damit sich das auch lohnt mit unserer langen Energieleiste. Das ist so krass. Die ist ja bald doppelt so lang wie unsere Ausdauerleiste. Oh, das war falsch.
Zum Glück ist der Weg nicht so weit. Falkenrüstung, da fällt mir gerade ein, ich bin gespannt, ob wir nochmal diesen Gablan-Handel-Wandelzwerg treffen, der uns Sachen verkauft. Böse, böse, einfach auf uns zu schießen, während wir im Nahkampf sind. Nicht mit uns. Ach, da unten ist ja der Spasti. Aber wir haben jetzt dieses geile Schwert aufgewertet. Auf plus 7. Ja, jetzt sind wir zwar deutlich träger, aber was soll's? Hat er gedacht, dass er einfach... Aber wir brauchen nur noch 3. Wir hatten vorher, glaube ich, 5 gebraucht. Aber wir hatten es vorher nicht geschafft, mit einer Ausdauer, mit einem vollen Ausdauerbalken den Platz zu machen. Hat sich also mehr als gelohnt. Jetzt brauchen wir nicht mal ansatzweise volle Ausdauerleiste, um den Platz zu machen, weil wir einfach nur noch 3 Schwertstreiche brauchen. Und vorher waren es, keine Ahnung, ich glaube 5 und wir haben nur 4 geschafft oder so. Schrein des Winters. Wir haben jetzt diese komische Blume, die wohl da irgendwas macht. War da nicht irgendein Gebäude mit einer... Mit einer Tür? Ich bin mir gerade unsicher. Oh! Man sieht zumindest auch direkt mal viel mehr. Das ist ja geil. Sieht ja richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Bonus, also ob das so ein Bonusgebiet ist von den DLCs. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen wir da jetzt rein zu können. Das sieht auch ziemlich groß aus. Ja, was soll's, aber machen wir das jetzt erstmal, bevor wir uns um die großen... Das sieht richtig geil aus, auch da drüben, dieser riesige Gletscher, oder was das sein soll. Bevor wir uns um die anderen großen Tore kümmern, machen wir mal diese riesige Burg, die hier noch ist. Und... Ich habe halt gehört, die Zusatzgebiete sollen ziemlich schwer und unfair sein, deswegen bin ich gespannt. Also, falls es ein Zusatzgebiet ist, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, dass es einfach zum Hauptspiel gehört. Ist aber egal, wir gucken uns so oder so an. Das sieht auf jeden Fall mega... Wie riesig ist das denn? Also ich gehe mal davon aus, wir werden nicht die komplette Burg erkunden. Die ist ja noch größer als die andere. Eieiei. Die ist auch burgmäßig viel imposanter als Vengars Schloss. So, wo sind wir denn jetzt? Also, Raval... Gefrorenes Elium Lois. Ja, also ich gehe mal davon aus, es ist ein Zusatzgebiet, weil es ist so weit hinten dran bei den Leuchtfeuern. Ach du Scheiße. Alles klar, macht's gut. Irgendwie finde ich es cool, jetzt doch woanders hinzugehen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das ist halt irgendwie sowas Geiles, wenn die das sagt. Man macht's einfach. Komm, wir gehen in den Wald der Riesen. Wie komme ich jetzt am schnellsten hin? Ich glaube von hier. Oh, genau, gleichzeitig hingesetzt, glaube ich. Ja, okay, danke. Wir sind umgekehrt. Kein Stress. Die war einfach super überzeugend, finde ich, diese Frauenstimme. Also, und dann dieser eisige Atem, der da rauskam, das heißt nichts Gutes. Ich denke, wir kümmern uns erstmal um die Geschichten hier. Wir kehren natürlich irgendwann zurück. Ich hoffe, man muss den blöden Ring jetzt nicht wirklich tragen und es reicht, ihn im Inventar zu haben, aber ich glaube es nicht. Komischerweise kommt der Ritter, der hier stand, ja nicht mehr wieder. Ich weiß nicht so richtig warum, weil später im Spiel hat man ihn noch 1000 Mal gesehen. Wir müssen ihn wohl echt anlegen, aber wir brauchen ja gerade das nicht mehr, fällt mir ein. Es klappt. Na, Eis. Aber jetzt können wir ihn auf gar nicht wieder ablegen und was anderes ranmachen.
Die hat man nicht Ring der Klinge plus 2? Ne, ich glaube plus 1. Hallo! Was wir schon alles hinter uns haben, über 50, ich glaube über 53 Stunden Spielzeit oder zumindest aufgezeichnete Zeit. Ab und zu war ja auch mal pausiert etc. Also wir haben ja nicht komplett durchgespielt. Quatsch, ich wollte eigentlich gucken, was für der unbekannte Ort. Ja, der unbekannte Ort, also scheint erstmal chronologisch richtig zu sein. Eingang zur Gruft der Untoten. Ach nee, Quatsch, da steht ja da oben, ich trottel. Und Untotengrab. Wo bin ich denn? Hä? Ach so, Walter Riesen bestimmt einfach noch. Tatsache. Krass. Oh, da ist noch so. Ja, wir sind einfach noch in dem Gebiet, nur dass wir halt vorher nicht reingekommen sind. Sehr interessant. Bin ja mal. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Alles klar. Bingo Bongo. So kommen wir hier also hin. Ich höre irgendwas. Ich bin ja mal gespannt, ob wir noch die gleichen Gegner finden werden. Leider passiert nichts, obwohl er so glitzert. Hä? Na gut. Finden wir endlich raus, was für ein Gegenstand das ist. Wurde aber auch Zeit. Glitzerndes Titanit und Duftzweig. Aber zweimal glitzerndes Titanit. Moment mal, geht's hier überhaupt gar nicht weiter? What the? Das ist echt nur so ein kleiner Bonus-Scheiß, dass ich mir irgendwas einsammeln kann. Ich dachte, hier wäre noch ein total fettes Gebiet. Und wie komme ich denn hier hin? Hallo? Ich will hier rein. Das ist doch irgendwas zum Rauskommen. Also muss man doch da irgendwie auch reinkommen. Oh nein, ich komme auch so gar nicht mehr zurück, glaube ich. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt zum Beispiel hier runter zu springen. Warum sind denn keine Gegner mehr da? Hä? Hier runter zu springen und zurückzulaufen oder halt einen Heimkehrknochen zu nehmen. Wie kacke ist das denn? Unsichtbare Wand? Fuck! Irgendwas falsch gemacht? Es brennt zwar wieder da drin, aber. Ach, da sind alle Gegner. Oh, komm. Ja, war es das jetzt etwa hier? Ich bin gerade total perplex. Dann würde ich jetzt einfach mit dem Heimkehrknochen wieder zurückgehen. Und zum nächsten Tor. Ach du Scheiße. Krass. Aber wir müssen doch irgendwie da rüberkommen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin gerade überaus verwirrt, meine Freunde. Aber gut, ich meine, es kann halt schon sein, dass es einfach nur so ein Bonusgebiet halt ist. Im Wald der Riesen. Ha. Ha. Dann kann man halt da noch irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht den Ring dran haben? Ja, dann auf zum nächsten Gebiet. So, ich hatte mir einen Zettel geschrieben. Lauter Aufregung. Weiß ich nämlich gar nicht mehr, wo das war. Zeichen des Königs. Schlossanfang. Links. Weggabelung vor Schattenwald. Wald der Riesenschloss. Schlossanfang links. Ach ja, wir haben nochmal so ein Symbol im Schloss. Das ist wahrscheinlich das, wo es weitergeht.
Und dann haben wir noch die Weggabelung beim Schattenwald, alles klar. Dann gehen wir erstmal zum Schattenwald. Tja, das machen wir dann morgen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber morgen werden wir dann Näheres rausfinden. Also dann bis morgen. Tschüss, tschüss.